Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. So, ich habe ein neues Let's Play für euch. Wieder ein Solo-Let's Play. Letztes Mal war der Dozer dran, heute ich. Ich zeige euch heute mal einen anderen Spielmodus von Star Marine. Dozer hat euch Last Stand gezeigt. Da geht es darum, Terminals zu hacken, um eben Kontrollpunkte zu sichern und mit einer ganzen Truppe, also einem ganzen Team von Leuten vorzugehen. Und das beinhaltet aktuell sehr viel Rushing, sehr viel nach vorne stürmen und meiner Meinung nach zeigt es noch nicht so ein bisschen, nicht die ganze Palette, die Star Marine jetzt schon offerieren kann. Ich weiß auch ganz genau, der taktische Shooter, der es eigentlich sein soll, der ist es aktuell noch nicht, das ist ganz klar. Allerdings muss man auch vergessen, darf man nicht vergessen, Star Marine sollte nie Arma 2 werden oder Arma 3. Star Marine sollte immer eine Mischung werden, aus mehreren Shootern mit verschiedenen Genres kombiniert und das taktische Element da nur zu sagen, wenn man sagt, wir haben auf der einen Seite Counter-Strike und auf der anderen Seite Arma 3, dann liegt Star Marine deutlich eher an Arma 3 dran. Aber viele Mechaniken sind dafür noch nicht drin, das heißt, was mir noch fehlt, sind sowas wie Ausdauer, ist sowas wie Atmung, ist die korrekte Gewichtsverlagerung, dass man überhaupt das Gewicht der Rüstungen spürt, ist noch nicht drin. Auch die Zielerkennung und ähnliches ist tatsächlich noch nicht so optimal, wie ich es gerne hätte, aber wir haben schon ein paar taktische Elemente, die ich euch im Elimination-Modus schon zeigen kann. Der Elimination-Modus unterscheidet sich insofern, als dass wir hier nicht im Team unterwegs sind, wir sind ganz auf uns allein gestellt, jeder ist ein Feind, der uns in der Map begegnet und darum nehmen wir auch heute nicht die Demian-Map, die ein bisschen kleiner ist, sondern wir nehmen Echo 11. Die ist nämlich eine ziemlich große, verwinkelte Map, die meiner Meinung nach auch sehr klug konstruiert ist. Aber hier haben wir wirklich das pure PvP-Erlebnis. Es geht hier wirklich um nichts. Ich muss nirgendwo hin, sondern ich muss den Gegner suchen und vernichten. Also Search and Destroy ist hier das Modus des Spiels. Und das will ich euch heute mal ein bisschen zeigen und so ein bisschen erzählen, was für mich so ein bisschen dahinter steckt und wo vielleicht die Reise hingehen könnte. Von daher würde ich sagen, genug des Intro-Gelabers. Ich habe mir das alles soweit ausgewählt. Elimination, Echo 11 und als Loadout müsste ich eigentlich die Long Rifle hinten drauf haben und die Ballistic Rifle für den Nahkampf. Also die Maschinenpistole. Und von daher würde ich sagen, ich drücke mal Launch und wir suchen uns jetzt ein Game. Und schon geht's los. So, das Spiel läuft schon. Ich bin direkt reingekommen. Ich kann sagen, es läuft also immer 10 Minuten so eine Runde. Und hier geht's, wie gesagt, bei mir ist es, finde ich das viel spannender als Last Stand, weil hier geht's wirklich um pures PvP. Ich muss mich direkt mit den anderen messen und entweder ich werde getötet oder ich töte selber. Und das ist für mich eigentlich der Kerncharakter, gerade wenn man so ein bisschen ins PU reingeht. Dazu dürft ihr auch nicht vergessen, Star Marine selbst ist ein Shooter. Das heißt, auch in der Star Citizen Welt. Yes, den ersten habe ich erwischt. Dankeschön. Der hat mich zwar auch erwischt und jetzt muss ich mich darum kümmern, wie wir unten in der Schadensanzeige sehen, dass ich mich verarzte. Denn ansonsten kann es sein, dass ich verblute und dann kriegt er trotzdem die Punkte dafür. Sorry für die Unterbrechung. Ich muss ja zwischendurch auch ein bisschen kämpfen. Also, was ich cool finde, ist, Star Marine ist auch in der Lore von Star Citizen ein Shooter. Das heißt, es ist wirklich ein Shooter-Gameplay, was die dort zu der Zeit so spielen wie wir Call of Duty oder Battlefield. Darum dürft ihr die ganzen Icons, das ganze Aufblitzen von Punkten, all das müsst ihr damit bewerten, dass Star Marine ja tatsächlich wirklich ein Shooter-Gameplay ist. Da kommt auch der nächste. Na, will der mich pullen? Anyway, ich habe ihn verloren vom Radar. Und deshalb. Oh yeah, shit. Okay. Ja, deshalb dürft ihr eben nicht vergessen, im PU wird der Kampf sicherlich anders laufen, mit weniger Icons und ähnliches, aber die Mechanik bleibt gleich. Darum ist es ganz wichtig für uns zu bewerten, dass diese Mechanik auch so ist, wie wir sie haben wollen. Dazu ist das wichtigste taktische Element für mich hier, ihr seht es schon vielleicht, wenn ihr ein bisschen zugeguckt habt, das Radar. Das Radar ist für mich das Element, was schon die Möglichkeit gibt, euch gerade im Elimination-Modus gut zu orientieren in dieser riesigen Station, auch wenn es eine Weile dauert, manchmal Leute zu finden. Aber damit könnt ihr den Gegner wirklich gut ausmachen und versuchen, auf das Gefecht zu treffen. Was man über das Radar, ist ganz gut, dass ich gerade keinen finde, dann kann ich ein bisschen was erzählen. Was man über das Radar sagen muss, ist, es hat zwei Arten der Wahrnehmung. Das eine ist eine akustische Radarwarnung. Das bedeutet, wenn jemand schießt, Geräusche macht, rennt, dann wird es in den äußeren Kreisen dargestellt. Das heißt, sobald ihr euch in die Gegend von jemandem bewegt, der sich gerade selber bewegt, werdet ihr den in den äußeren Kreisen so merken. Der innere Kreis, da kommt doch einer. Komm her. Ah, shit, jetzt hat er mich erwischt. Egal, ihr habt es gesehen, ich habe ihn verfolgt und ich war jetzt ein bisschen abgelenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dazu muss man auch sagen, ich bin echt kein guter Shooter-Spieler. Ja, ich bin wirklich, die Leute, ihr werdet euch aufregen über meine Performance hier, aber ich versuche mein Bestes, um es euch ein bisschen nahe zu bringen.
Also das bedeutet, wir haben hier, und da ist schon ein Feind drauf, auf dem Radar, wir haben hier die Möglichkeit, sowohl akustisch auf die Weite darzustellen, dass jemand ist, aber das Radar ist auch ein totaler Camperkiller. Denn auch wenn ihr euch nicht bewegt, in den inneren Kreisen des Radars, habe ich festgestellt, werdet ihr dann von den Scannern des Anzugs wahrgenommen. Das heißt, hier könnt ihr euch dann auch auf die Dauer nicht verstecken oder irgendwo in die Ecke setzen und campen, weil irgendwann findet euch einer, wenn einer gut aufs Radar achtet. So, und jetzt werde ich mal ein bisschen weniger labern und versuchen, ein bisschen aufs Gameplay zu gehen. Ah, shit, den habe ich nicht mehr gekriegt. Fuck, der war zu schnell. Gut, aber den verfolgen wir jetzt mal. Die Long Rifle setze ich übrigens vor allem dafür ein, wenn ich im EVA unterwegs bin. Hier drinnen in diesem Close Quarters Battle macht die keinen Sinn. Huch. Und da bin ich aus der Map gebackt. Ich bin aus der Map gebackt, aber gleichzeitig habe ich einen Kill bekommen, weil der verblutet ist. Das ist genau der Punkt, nämlich man muss sich sehr schnell verarzten, ansonsten ist das Spiel nämlich sofort vorbei. Und ja, von daher würde ich mal gucken, was der nächste Respawn so bringt. Was mir total gut gefällt, ist die Soundkulisse. Die ist echt heiß, also muss man ehrlich sagen. Also die Sounds haben sie super gut hingekriegt, zumindest hier von der Umgebung. Ja, die Waffen, naja gut, könnte man noch dran basteln, aber der Rest ist schon, der ist schon ziemlich cool. Was mir zur Bewegungsart einfällt, ist, wenn man ein bisschen langsamer spielt, dann merkt man schon, dass der Charakter sich auch ganz ordentlich bewegt. Mir ist es immer noch zu schnell, mir fehlt die Gewichtsverlagerung, mir fehlt tatsächlich das tatsächliche Kampferlebnis in dem Sinne, als dass mir ein bisschen der Realismus fehlt. Man kann noch sehr schnell hin und her hier, ihr seht es schon, ne, diese Bewegung ist einfach überhaupt noch nicht gebalanced, also das ist ganz klar. Oh ja, naja gut, jetzt habe ich euch ein bisschen was erzählt. Und jetzt hat er mich erschossen. Aber ihr seht ja, ich wollte ja vorhin ein bisschen was darüber erzählen, was meiner Meinung nach noch nicht so richtig perfekt ist und fehlt. Und weniger die Performance hier abreißen. Aber trotzdem, das darzustellen ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Was ich schon mal gut finde, ist das Spraying und das Verziehen der Waffen. Man muss wirklich sehr präzise zielen, um das Ziel zu treffen. Man hat einzelne Trefferzonen. Jemanden in den Armen zu treffen ist eher sinnlos. Jemanden im Torso zu treffen bedeutet, dass man viel Munition aufwenden muss, damit derjenige auch stirbt. Jemanden mit einem gezielten Kopfschuss sofort auszuschalten, ist durchaus möglich. Habe ich schon mehrmals geschafft. Und ja, mal gucken, wie sich das Gameplay jetzt so weiter ergibt. Und Headshot. Das war's. Dafür ist diese Sniper Rifle da. Großartig. Ich bin begeistert. Oh je, jetzt hat mich einer von hinten entdeckt. Hä? Ja, aber gut, okay, also, ja. Oh, da war noch einer. Habe ich den nicht gesehen. Anyway, also dafür ist die Sniper Rifle auf jeden Fall super. Aber ihr seht hier, wie wichtig ist das Radar an dem ganzen Spiel, ne? Also das macht eigentlich den ganzen Unterschied. Ansonsten würde ich hier komplett ziellos durch die Gänge laufen und nur gucken, ob ich durch Zufall jemanden erwische. Jetzt kann ich zumindest grob anpeilen, auch wenn ich die Map echt noch nicht kenne. Die ist so verwinkelt. Wen ich treffen kann, wen ich erwischen kann, ob ich irgendjemanden sehe und wirklich gezielt darauf zulaufen kann. Shit. Und erwischt. Mal sehen, ob der noch eine... Ja, der hat noch eine Granate geschmissen. Ja, schön. Ja, aber das meine ich, was ich... also hier zu wissen, okay, da ist einer. Es ist creepy hier. Es ist gruselig. Es ist direkter PvP. Sowas gefällt mir. Da habe ich Spaß dran. Und da kommt eine Granate. Nee. Und der ist woanders lang gelaufen. Boah, diese Station ist so verwinkelt. Und in... Meine Güte, also ich finde sie echt klug konstruiert, muss man sagen. Es gibt keine Ecke, die nicht von zwei Seiten irgendwie angreifbar ist. Man kann sich nicht in eine locker irgendwo hinsetzen. Man kann hier sogar durch die Schächte kriechen, aber es hilft einem wenig, weil auch dieser Schacht ist von zwei Seiten einsehbar und begehbar. Also es ist wirklich nur ein kleiner Vorteil. Ist der hinter mir?
ist gerade an mir vorbeigelaufen, glaube ich. Creepy. Das ist doch echt was für mich hier. Komm schon, dich kriege ich jetzt. Guter Move, aber ich habe ihn nicht gekillt. Oh, shit, das war die Shotgun. Nicht schlecht. Erwischt. Oh je, jetzt läuft die Zeit ab. Jetzt ist gleich vorbei. Ich glaube, ich finde jetzt niemanden mal so schnell. Ah, shit, da war noch einer. Okay, gut. Platz 3, 5, 5. Naja, kann besser sein, aber es ist trotzdem ganz schönes Ding gewesen. Ich hoffe, gerade mit dem Erzählen dabei, ich konnte euch ein bisschen was erzählen, wie Star Marine gerade funktioniert, was für mich interessant ist und was vor allem auch noch fehlt, damit es ein richtig schöner Shooter wird. Anyway, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert unseren Channel, wenn ihr bei Star Citizen up-to-date bleiben wollt. Hinterlasst uns viele Kommentare dazu, wie ihr das jetzt so fandet. Und natürlich würde es uns ganz besonders interessieren, was ihr gerade zu Star Marine und dem denkt, was ihr so seht oder auch vielleicht selber schon spielt. Natürlich liked oder disliked die Episode und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal auf unser Patreon-Profil geht. Bis zum nächsten Mal würde ich mich verabschieden, bis mit einem gemeinsamen, einem alleinigen See you on the Flight Deck. So, ja.